freue mich riesig auf dieses Wochenende. Die Mannschaft freut sich riesig. Also das ist wirklich eine ganz große Anspannung zu spüren bei allen. Das ist ein ganz besonderes Event. Das ist ein K.O.-Spiel. Und da spielt es eigentlich eine untergeordnete Rolle, gegen wen man spielt. Ja, das muss man so sehen. Wir wissen, dass es ganz schwierige Spiele werden. Und wir versuchen, die positiv für uns zu gestalten. Ich möchte jedes Spiel gewinnen. Und Samstag ist erst ein Spiel gegen HSV in einem Halbfinale. Wenn wir das gewinnen, dann spielen wir Finale. Da möchte ich das gewinnen natürlich. Und wenn nicht, dann kommt nächstes Spiel. Ich lebe für ein Spiel und das ist einfach so. Der DFB-Pokal ist immer was Besonderes. Ist dann das größte Event in deutschen Handball eigentlich so als solches. Und wir freuen uns, dabei zu sein, und wir haben die letzten zwei Jahre auch gewinnen können, und wir wollen unbedingt versuchen, das wieder möglich zu machen. Aber zuerst heißt das, ins Finale zu kommen. Wir wollen Pokalsieger werden, für das sind wir da. Und dass das nicht einfach ist, aber das ist für keine Mannschaft die einfach, haben wir ja heute gehört. Jeder hat auch Respekt vom anderen, und das haben wir uns auch verdient. Und für uns als kleinerer und etatschwächster Verein natürlich automatisch die Außenseiterrolle, aber wir haben auch in Berlin schon einen Punkt geholt, wir haben Flensburg einen Punkt abgenommen, wir haben in Kiel gewonnen, das heißt, wir sind nicht unbegründet auch hier und werden unseren Weg auch mit aller Macht versuchen, am Wochenende weiterzugehen.